Denn ich muss schon mit einem anderen Weg fahren. Besser, oder dann nehmen wir mit, oder? Ja, später mal, inzwischen sind wir später mal, okay. Ja. Mit dem Platz sind wir ja nicht schlecht, mit dem Rabe zu helfen. Das kommt richtig gut dann mit dem. Bevor ich die Spieler vorstelle, noch ganz kurz ein paar Worte des Dankes.
und der Begrüßung. Zum einen begrüßen wir hier heute unter uns auch den Präsidenten des Deutschen Weltenverbandes, Herrn Thomas Born. Herzlich willkommen. So wie er ist, ganz bescheiden, hat er sich schon die ganze Zeit hier in der Halle aufgehalten, ohne dass er groß begrüßt wurde. Da legt er auch nicht immer so richtig großen Wert drauf, aber mir ist schon am Herzen, ihn hier zu begrüßen. Und ich freue mich, dass er als Präsident des DGV die gesamten deutschen Meisterschaften hier anwesend war und auch noch bis zum Ende anwesend sein wird. Ein kurzes Dankeschön an den SV Fanboy-Dortelbein, der hier nicht nur in den letzten Tagen, sondern in der gesamten Vorbereitung Wahnsinniges bewegt hat. Wir spielen diese Meisterschaft hier auf 8 Matten. Das passiert nicht von ungefähr, dazu ist viel Aufwand notwendig. Und ich muss sagen, Klaus, lieber Klaus und dein gesamtes Team, ihr habt Tolles bewegt. Herzlichen Dank dafür. Das alles geht nicht ohne Unterstützung von Sponsoren, denen Namen man hier liest. Ich kriege kein Geld, ich sage jetzt nicht, wer hier alles Sponsor ist. Aber auch die Stadt Dortelbein, die euch hier unterstützt. Und das ist auch nicht immer so ganz selbstverständlich, aber ich glaube, ihr kriegt eine sehr gute Unterstützung. Und der Bürgermeister hat ja schon die Deutschen eröffnet, die deutschen Meisterschaften. Er ist vielleicht schon hier, ansonsten wird er noch kommen. Auch herzlichen Dank, eventuell in Abwesenheit, an den Bürgermeister der Stadt, Herrn Dr. Stör. Natürlich auch an die Herren, die hier den Einmarsch eskortiert haben, vorneweg ging. Ulrich Grill, der als Referee fungierte und noch fungieren wird bis zum Ende der Veranstaltung. Und an seine Schiedsrichter, nicht alle, die von Anfang an dabei waren, sind hier, nicht ich, aber das ist jetzt das Mikro, sind heute noch hier. Und ihr habt auch einen tollen Job gemacht von 12 abends um 20 Uhr, beziehungsweise gestern den ganzen Tag von 8 Uhr bis 19, 20 Uhr. Herzlichen Dank an alle Schützen. Und zu guter Letzt noch ein Dank, dann höre ich mit Danksagen auf, natürlich an die Vereine und Landesverbände des Deutschen Weltenverbandes. Im Grunde spreche ich jetzt in eurem Namen an alle Trainer, an alle Betreuer, die letztendlich nämlich dazu beigetragen haben, abgesehen von eurer sportlichen Leistung, die sind natürlich ganz oben, aber ihr wurdet immer unterstützt zu Hause im Training von euren Trainern und Betreuern. Dank an alle Vereine und Landesverbände. Dann gehen wir jetzt auch nach der ganzen Vorrede mit der Vorstellung, und zwar mit der Altersklasse U15. Im jungen Einzel werden spielen Matthias Niklitz vom Honor TV aus Hamburg. Und sein Gegner, Haro Sonnenschein vom DVB Rot-Weiß Nordrhein-Westfalen. Das Mädchen Einzel U15 bestreiten Leona Nischalski, TSV Gelsenkirchen-Bühr, Nordrhein-Westfalen. Und Caroline Wang, SV von Nordrhein-Westfalen aus Hessen. Ich habe eine ganze Sache vergessen an die Zuschauer. Tolle Stimmung über alle Tage und auch jetzt bei den Finals. Herzlichen Dank dafür, dass Sie unsere jungen Athleten derart unterstützen. Dankeschön. Das Jungdoppel im Einzel gegeneinander, im Doppel zusammen. Matthias und Aaron auf der einen Seite. Und sie spielen gegen Tieshut und Marvin Schmidt von der SG Pennington und auch aus Niedersachsen. Das Mädchendoppel. Sarah Adlin, Berge, Gladbach FC, Nordrhein-Westfalen und Leona Michalski. Gegen Mareike Bittner und Julia Bothe, TV Hofheim, Hessen.
Der Gerüstkoppel, Aaron und Leona, die beiden waren schon vorne. Und sie spielen gegen Kanto, SV Berliner Brauereien, Berlin Brandenburg und Tuk Fuhong gegen Horner TV aus Hamburg. In der Altersklasse 17 im jungen Einzel. Lukas Resch, 1. BC Boy, Nordrhein-Westfalen. Und Brian Hochschnell, SDR vom Brandenburger Tor Berlin, Berlin Brandenburg. Das Mädchen Einzel, Anraten Spüri, TuS Tirenzin aus Bayern. Und sie spielen gegen die Wanderwesen von der SG Schauendorf Baden-Württemberg. Im jungen Doppel, Lukas Resch und Marvin Danko, erster BC Boy an den Weg. Und der Gegner aus Berlin-Brandenburg von der SG BT Berlin, Brian Holzko und Malte Wagner. Mädchen Doppel 17, Maria Kuse von der SV Lok Straßburg aus Sachsen-Anhalt. Und Emma Wojcinski, Horner TV Hamburg. Wir beginnen Lea Fischer, BV Wesel Rot-Weiß und Jule Petrikowski, BC Phoenix Hüppelhof, beide aus Nordrhein-Westfalen. Das gemischte Doppel, Marvin Danko und Jule Petrikowski. Und Matthias Dicklitz, Emma Wojcinski. Wir kommen zum Ältesten, den U19er. Im Herren-Einzel werden wir sehen Samuel Skau, FC Langenfeld, Nordrhein-Westfalen. Und wir spielen gegen Felix Hammes von SV Fischbach, Rheinland-Pfalz. Das Damen-Einzel, die Wolle Lee, SCU Lüdinghausen, Nordrhein-Westfalen. Und Stine Küssemann, Blau-Weiß-Wittorf aus Schleswig-Holstein. Herr Doppel, Hauke Kahnmann von Horner TV aus Hamburg und Jan von Völker, Blau-Weiß-Wittorf, Schleswig-Holstein. Die Gegner, Daniel Hess vom 1. BC Boy Nordrhein-Westfalen und Julian Vogt, BC Oldenburg, Nordrhein-Westfalen. Yvonne Lee und Juli Petrikowski, BC Wesel Rot-Weiß, Nordrhein-Westfalen. Wir gehen Annika Schreiber, BC Stolberg, Niederdorf aus Sachsen und Miranda Wilson von der SG Schauendorf aus Baden-Württemberg. Und zu guter Letzt, ich glaube, das wird auch das letzte Finale sein, was wir heute aufrufen werden, das gemischte Doppel, Daniel Hess und Yvonne Lee. Wir werden Julian Vogt und Judith Petrikowski. Ja, herzlichen Dank an, ihr bleibt noch ganz kurz stehen bitte. Herzlichen Dank an Sie, dass Sie unsere Athleten so freudig begrüßt haben und so mit Applaus getragen haben. Jetzt und mit Sicherheit noch in den nächsten Stunden. Es wird ja noch ein bisschen dauern, bis alle 15 Finals gespielt sind. Unsere Athleten, ihre Athleten werden es Ihnen sicherlich danken, dass sie angefeuert werden. In Kürze stehen die Jugend-Europameisterschaften an, U15-8-Nationen-Turnier, U17-6-Nationen-Turnier. Es geht um eine ganze Menge, sich hier nochmal gut zu präsentieren. Und was alles möglich ist, hat man gestern Abend gesehen, als Fabio Roth ja, bei der Mixed-Team-EM in Polen gegen Viktor Axelsen gewonnen hat. Ich glaube, da hat keiner drauf gewettet. Ich auch nicht. Ich kenne Fabi sehr gut und habe viele Erinnerungen an ihn, an die EM, als er den U19-EM-Titel holte in Ankara. Daran musste ich gestern denken. Was möglich ist, haben wir gesehen. Was möglich sein wird, in den nächsten Stunden werden wir sehen. Viel Spaß bei den Finals hier in Bad Vilbel. Dankeschön.
Für die ersten Spieler werden wir kurz beginnen. Und ein Hinweis für alle Spieler, die es denn machen wollen. Ich gehe mal langsam rüber zum Feld 5. Das Feld 5, wo ich mich jetzt gerade befinde, ist auf der rechten Hälfte freigegeben, dass die Spieler hier hinsetzen können und die Spiele von hier aus so zu beobachten oder auch Zuschauer. Bitte keine Stühle, aber die rechte Feldhälfte, die kann gerne zum Sitzen und Anfeuern genutzt werden. Viel Spaß! Ann-Kathrin Spöhr gegen Miranda Wilson aus Spielfeld 4. Schiedsrichter ist Helmut Hoffmann. Thank you.
Thank you.
Frankie! Thank you.
Oh!
Thank you.
und neue deutsche Meister im Mixed 17, Matthias Kikutz und Anna Wojcinski. Herzlichen Glückwunsch! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Weil du selber so einen Spaß machst. Ja.
Und dann hat sie sich nichts mehr sagen lassen, bis vorbei war. Schiedsrichter Valentin Flöter, Spielfeld 5. Ich sehe ihn nicht so gern. Also, wenn es ihn sehe, dann ist er ein Wiederholung. Leider ist er so fair.
Weiter Daniel! Daniel, weiter Julian!
Seiten kommt. Yeah!
Yeah!
normalen Regelmittel. Matthias Kickwitz, herzlichen Glückwunsch. Yes! Hey! Oh, Daniel, Daniel!
Julian auf Daniel! Wer werden?
deutschen Meister im Herren-Doppel 19, Raume Dahlmann und Jan-Colin Völker. Herzlichen Glückwunsch. Und neue deutsche Meisterin im Mädchen 1:15, Leona Michalski. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch! Ich habe Jenny überlegt, Journalismus zu studieren.
Da kann jeder das gute Leute entscheiden. Da können auch gute Schreiben. Ganz gut. Orlando guckt die ganze Zeit nach unten, um sich zu drücken, aber das funktioniert auch nicht. Da kriegst du auch einen Zehner. Ich hätte gesagt, nur 19 schreibt für mich. Ich habe eine Ahnung, du musst wieder, du musst ein bisschen links zu mir reingeben. Und dann machen wir kurz die Highlights, was haben wir gemacht?
das Finale in der Doppel U15. Matthias Titlitz und Aaron Sonnenschein gegen Thies Huth und Marvin Schmidt. Schiedsrichter Marco Thoma, Spielfeld 5. Das Finale im Mädchen-Doppel 15, Sarah-Kathrin Bergedick gegen Leona und Leona Mendel-Geschalski gegen Mareike Wittner und Julia Bote. Schiedsrichter Andreas Rost, Spielfeld 1.
Thank you.
Thank you.
Auf Felix! Auf Felix! Auf Felix! Six, seven,
Meister im Jungen-Wettbewerb 15, Matthias Tickels und Aaron Sonnenschein. Herzlichen Glückwunsch!